Viele behaupten ja, dass die KI-Fotos von echten unterscheiden können. Aber die Technik entwickelt sich scheinbar weitaus schneller als die Auffassung dieser Menschen. Dieses Bild hat einen Sieg beim Sony World Photography Award abgestaubt und dabei ein paar der erfahrensten Fotografen hinters Licht geführt. Wie ihr euch jetzt denkt, das Bild ist KI-generiert. Der verantwortliche Fotograf Boris Eldaxen aus Berlin lehnt den Preis ab, legt alle Karten offen und gesteht, dass seine Teilnahme ein Experiment war, mit dem Ziel, auf die Problematik aufmerksam zu machen. In einem Interview mit Der Standard sagt Boris: "Es ging nicht um das Gewinnen. Ich wollte herausfinden, ob so ein großer Wettbewerb auf die Einreichung von KI-generierten Bildern vorbereitet ist. Dieser war es offensichtlich nicht. Man soll aber mittels KI-generierte Bilder nicht mit Fotografie in einer Kategorie mischen. Es handelt sich um unterschiedliche Dinge." Kreativschaffende und Künstler sind bis jetzt die mitunter am stärksten von KI betroffene Menschengruppe. Und dieses Beispiel zeigt, wie auch Fotomodels schon heute betroffen sind. Wahrscheinlich hast du schon überall im Internet und auf verschiedenen Social-Media-Plattformen KI-Bilder gesehen. Es ist verrückt, wie wir uns in wenigen Jahren von diesen Bildern zu diesen Bildern entwickeln konnten. Diese rasanten Veränderungen treffen natürlich auf Widerstand aus der Kunstszene. Die Arbeit von Menschen, die ihr Leben lang für ihre Leidenschaft üben und einstehen, wird nun in vielen Fällen einfach von einer Maschine in einem Bruchteil der Zeit ersetzt. Das i-Tüpfelchen dabei ist, dass diese KIs auf der vergangenen Arbeit der Künstler aufbauen. Ihre Werke unterstützen also die Entwicklung, obwohl viele diese KIs nicht willkommen heißen. Das bringt eine ganze Palette schwieriger Fragen mit sich. Was passiert jetzt mit Künstlern? Wie kann eine KI überhaupt von Menschen stehlen? Ist es Diebstahl? Und wenn ja, lassen sich nicht alle Menschen irgendwie von anderen inspirieren? Picasso hat wohl mal gesagt, dass gute Künstler kopieren und große Künstler stehlen. Noch weiter zurück im 19. Jahrhundert schrieb der Dichter William Henry Davenport Adams: "Große Dichter imitieren und verbessern, während kleine Dichter stehlen und verderben." Die Übernahme von Ideen anderer ist also in allen Kunstformen ganz normal, sei es Literatur, Musik oder Film. Das war es immer schon. Aber jetzt, wo es eine Maschine macht, fühlt es sich irgendwie anders an. Heute schauen wir uns an, wie KI solche Kunstwerke erschaffen kann, warum so viele Künstler besorgt sind und warum das immer mehr rechtliche Streitigkeiten auslöst. Aber bevor wir diese Fragen klären, wollen wir euch noch auf den neuesten Stand der KI-Entwicklung bringen. Runway ML Version 2 ist auf dem Markt und die frühen Nutzer sind fleißig am Produzieren. Runway befindet sich immer noch in der Anfangsphase, aber sie sind scheinbar der Vorreiter, was KI-Videoproduktion angeht. Die Vorgängerversion Gen 1 beinhaltete bereits KI-basierte Techniken wie Stilisierung und Storyboard, die unglaubliche Ergebnisse lieferten. Die neue Version kann nur auf Text basiert ganze Videos generieren, die wirklich beeindruckend sind. Google möchte auch ein Stück vom KI-Kuchen abhaben und arbeitet mit Volldampf an seiner generativen Video-KI DreamX. Diese kann Videos aus Referenzvideos oder Fotos erstellen. Nur wenige Tage nach Google wirft Nvidia ebenfalls seinen Hut in den Ring und kündigt seinen KI-Videogenerator an, der ebenfalls recht respektabel aussieht. In der Zwischenzeit haben es zwei Informatiker geschafft, eine Gruppe von Redditors zu täuschen und zu überlisten, damit sie ihnen Geld geben. Sie benutzten Stable Diffusion, um gefälschte Bilder einer attraktiven Frau zu erzeugen und überzeugten damit Männer, ihr Geld zu schicken, wenn sie mehr sehen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass dies einer der einfachsten Tricks war, die man abziehen konnte. Abgesehen von solchen Betrügereien gibt es mittlerweile viele virtuelle P***-Influencer. Diese machen daraus kein Geheimnis, jeder weiß, dass es KI-generierte Menschen sind und kaufen trotzdem ihre Bilder. Ein KI-Imitat der Musiker Drake und The Weeknd arbeiten an einer gefälschten Song-Kollaboration mit dem Titel Heart on My Sleeve. Der Song machte in den sozialen Medien und auf Spotify die Runde und wurde 100.000-fach gestreamt. Universal Music hat davon Wind bekommen und den Song von den Streaming-Diensten entfernt. In einer Erklärung erklärten sie, dass die Technologie verboten werden sollte und nannten es einen Betrug. Das gleiche ist schon diversen großen Musikern wie Kanye West, Jay-Z und Ariana Grande passiert. Die Copycats erstellen Backing-Tracks und legen KI-generierte Vocals darüber. Die Labels mögen jetzt noch wütend sein und ihre Künstler in Schutz nehmen. Aber wenn sie erstmal herausgefunden haben, wie das funktioniert, können wir sicher sein, dass sie auch versuchen werden, mit KIs Geld zu verdienen. ChatGPT konnte wieder einmal mit seinen akademischen Fähigkeiten punkten. Bei der Zulassungsprüfung für Ärzte in den USA schneidet GPT besser ab als mancher zugelassener Arzt. Der Verantwortliche für diese Erkenntnis war Dr. Isaac Cohen. Er gab GPT-4 auch einen realen Fall, den er selbst einige Jahre zuvor gelöst hatte. Nachdem er dem Bot einige wichtige Details über den Fall mitgeteilt hatte, konnte ChatGPT ganz alleine eine seltsame und komplizierte Diagnose stellen.
In diversen Veröffentlichungen wurde festgestellt, dass GPT-4 seine eigenen Leistungen verbessern kann, wenn es zum Nachdenken aufgefordert wird. Aber das ist alles längst überholt. Was die Welt jetzt im Sturm erobert, sind AutoGPT und ähnliche Systeme. Das sind sozusagen KI-Agenten, die jetzt in die Online-Welt gehen und Aufgaben für dich erledigen können. Man muss nur die Aufgabe sagen und das war's. In einem Beispiel hat es ein Agent geschafft, eine Pizza zu bestellen. Er sucht die Nummer raus, kommuniziert sogar am Telefon mit der Mitarbeiterin. Diese Agenten warten nicht auf deine Antwort oder deine nächste Anweisung, sondern erledigen sie automatisch, indem sie sich selbst neue Teilaufgaben stellen, bis das Ziel erreicht ist. Sie verfügen über eine Art Langzeitgedächtnis, haben Internetzugang und wissen, wie man auf Websites navigiert. Ich kann mir das Ausmaß an Möglichkeiten kaum vorstellen. Samsung hat bei Google Panik ausgelöst. Das Unternehmen hat nur angedeutet, dass sie vielleicht die Google-Suche durch die Bing-KI-Suche als Standard in Samsung-Handys ersetzen wird. Und schon ging die Google-Aktie bergab. Was auch immer passiert, es scheint, dass die Investoren sich Sorgen machen, dass Google Marktanteile verlieren wird. Snapchat-Nutzer erhalten einen KI-Bot. Elon Musk kündigt sein eigenes KI-Projekt an, TruthGPT. Open-Source-Alternativen zu GPT werden veröffentlicht und es geht weiter und weiter und weiter. Es gibt einfach unendlich viele KI-News und wir haben nur begrenzt Zeit. Also lass uns zum eigentlichen Thema zurückkommen. Wie stehen KI-Bilder im Konflikt mit menschlichen Künstlern und dem Gesetz? Das Team hinter dem Bildgenerator Midjourney besteht aus nur 11 Personen. Noch vor ein paar Jahren, vor dem Aufkommen leistungsfähiger generativer KIs, hätten sich selbst die größten Unternehmen der Welt mit all ihren Ressourcen schwer getan, KI-Bilder mit einer solchen Qualität und Logik zu erzeugen. Heute macht sich niemand mehr Gedanken darüber. Von Midjourney über Stable Diffusion bis hin zu Dreamer kann nun jeder Benutzer in weniger als einer Minute atemberaubende Bilder erstellen. Das ist schon echt beeindruckend. Aber die eigentliche Magie spielt sich im Hintergrund ab. Wie funktioniert das also? Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, verwenden diese KIs eine Methode namens Diffusion. Dabei lernt die KI im Wesentlichen, wie man Bilder aus farbigem Rauschen heraus erstellen kann. Sie beginnt erst mit einem Bild und zerstört dieses schrittweise, indem sie es mit Rauschen vermischt. Dann durchläuft sie eine Reihe von Schritten, um das Rauschen umzukehren und aus dem Rauschen also ein Bild zu konstruieren. Was wichtig zu verstehen ist, ist, dass diese Systeme, um zu funktionieren, verdammt viele Beispielbilder brauchen. Also in diesem Fall Bilder mit Textbeschreibung. Die meisten KI-Bildgeneratoren erhalten ihre Trainingsdaten von einer kleinen deutschen gemeinnützigen Organisation. Ihr Datensatz, der den Namen Lion trägt, verfügt über 5 Milliarden Bilder und dazugehörige Beschreibungen. Leider sind darunter auch die Werke vieler ahnungsloser Künstler und auch urheberrechtlich geschützte Bilder wie die von Getty Images. Wenn also ein KI-System auf so einem Bilddatensatz trainiert wurde, ist es kein Wunder, dass die erzeugten Kunstwerke oft starke Ähnlichkeiten mit dem Stil eines oder mehrerer Künstler aufweisen. Und genau hier liegt das Problem. Die einen sehen darin eine Demokratisierung der Kunst und eine Quelle der Inspiration. Die anderen sehen darin eine Bedrohung für den Wert der menschlichen Kreativität. Midjourney behauptet, dass es keine bestehenden Bilder kopiert oder verletzt, sondern auf Grundlage des eingegebenen Textes von Grund auf neue Bilder synthetisiert. Allerdings ist nicht jeder mit dieser Behauptung einverstanden. Unzählige Künstler haben ihren Ärger und ihre Frustration über die Verwendung von Midjourney und anderen ähnlichen KI-Tools zum Ausdruck gebracht. Diese erzeugen Bilder, die ihren Originalen ähneln oder sie sogar imitieren. Sie behaupten, dass diese KI-Systeme ihr geistiges Eigentum stehlen, ihre Kreativität entwerten und ihre Existenzgrundlage untermauern. Denn warum sollte ein Kunde Tausende ausgeben, wenn er ein maßgeschneidertes Kunstwerk im Grunde umsonst bekommen kann? Kritiker weisen auch hier darauf hin, dass diese KI-Systeme nicht wirklich kreativ oder künstlerisch sind, sondern sich vielmehr auf vorhandene Daten und Algorithmen stützen, um abgeleitete oder oberflächliche Ergebnisse zu produzieren. Das wirft jedoch einige Fragen auf. Was ist Kreativität überhaupt? Ist es der menschliche Geist, der sich einfach an vergangene Inputs erinnert und sie auf neue Weise zusammenfügt? Oder ist es ein Künstler, der in einem Café sitzt, während ein harmloser Duft eine Erinnerung auslöst, die ihn dazu bringt, ein Meisterwerk zu erschaffen? Niemand kann Kreativität genau definieren, aber es ist interessant, darüber nachzudenken. Trotz der Kontroversen haben sich KI-Kunstwerke wie ein Lauffeuer verbreitet. KI-Kunst wurde in verschiedenen Ausstellungen, Wettbewerben, Zeitschriften und Social-Media-Plattformen vorgestellt, um nur einige Beispiele zu nennen. Dieses Titelbild der Cosmopolitan wurde mit DALL-E 2 generiert.
Ein KI-Kunstwerk mit dem Titel Porträt von Edmond Bellamy gewann den ersten Preis bei einem renommierten Kunstwettbewerb in Frankreich und setzte sich gegen hunderte von menschengemalten Kunstwerken durch. Das Gemälde wurde später für mehr als 400.000 Dollar verkauft und war damit das erste von einer KI erstellte Kunstwerk, das von einem großen Kunsthaus versteigert wurde. Dieses Bild mit dem Titel Théâtre d'Opéra Spatial, entschuldigt die Aussprache, gewann letztes Jahr den ersten Platz bei der Colorado State Fair Fine Arts Competition in der Kategorie Digitale Kunst und digital manipulierte Fotografie. Eingereicht wurde das Werk von Jason M. Allen, einem Spieldesigner. Er hat es mit der Hilfe von Midjourney erstellt. Diese Beispiele verdeutlichten das schiere Ausmaß und die weite Verbreitung von KI-Kunst. Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und Twitter sind inzwischen mit KI-Kunstwerken überschwemmt. Abgesehen von bestehenden Kontroversen um KI-Kunst haben wir persönlich das Gefühl, dass diese reine Masse an beeindruckenden Kunstwerken unsere Empfindung von Kunst etwas abstumpft. Es fühlt sich heutzutage einfach nicht so besonders an, ein eindrucksvolles Kunstwerk zu sehen. Lasst uns wissen, ob ihr das auch so empfindet. Aber weiter zum Thema. Diese Technologien stecken erst in den Kinderschuhen und werden sich nur weiter verbessern. Viele Künstler sind deshalb am Boden zerstört. KI-Kunst hat jetzt schon bewirkt, dass der Preis, den Kunden bereit sind, für Werke zu zahlen, immer weiter sinkt. Wenn ein Unternehmen ein Designkonzept benötigt, warum sollte es einen Künstler bezahlen, wenn KI es kostenlos machen kann? Bei Bedarf kann das Unternehmen für einen Bruchteil der Kosten dieses Kunstwerk nachbessern lassen. Wenn du heute kein bereits etablierter Künstler bist, ist es wirklich hart. Nico ist Künstler und Videoeditor und selbst betroffen von der Welle der KI-Kunst in den letzten Jahren. Er hat sich bereit erklärt, uns einen Einblick in seine Perspektive zu geben. Meine Meinung zu KI-Kunst ist, super spannende Technik, mit der derzeit leider sehr unethisch und ausbeuterisch umgegangen wird. KI hat das Potenzial, vieles zu ermöglichen und zu erleichtern, aber in der Realität sehen wir derzeit leider eher, wie Tech-Giganten sich bereichern auf Kosten von individuellen und kleinen Künstlern. Besonders problematisch sehe ich die automatisierte Massen-Copyright-Verletzung und die Ersetzung von Einstiegs- und Junior-Level-Künstlern. KI erlaubt es, geschützte Werke in einem nie dagewesenen Ausmaß zu sammeln und unerlaubt für Profit zu nutzen. Die Funktionalität aktueller KIs basiert auf den Arbeiten zahlreicher Künstler, doch trotz ihrer essentiellen Rolle haben diese Künstler derzeit in keiner Weise Anteil am Profit oder an der Entwicklung von dieser Technologie und auch sehr wenig Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Vorteile für Künstler sehe ich vor allem in der Automatisierung von langwierigen und wiederholenden Prozessen, also sowas wie Rotoscoping zum Beispiel. Anstatt also die gleiche Arbeit für hunderte Frames wieder und wieder zu verrichten, können Künstler durch KI in Zukunft gezielter arbeiten und ihre Zeit effizienter nutzen. Trotz der aktuellen, eher dunklen Situation habe ich Hoffnung für die Zukunft, denn es laufen derzeit schon sehr viele Verfahren gegen die systematische Copyright-Verletzung. Und mit voranschreitender Aufklärung werden hoffentlich auch immer mehr Menschen sich einsetzen für eine ethische Nutzung von KI. Die Technologie ist wirklich unglaublich beeindruckend und ich bin echt gespannt, was in Zukunft alles ermöglicht werden kann, wenn Künstler und Technologie fair zusammenarbeiten können. Wer in den letzten Jahren seine Kunstwerke im Internet geteilt hat, der hat im Grunde mit ermöglicht, dass diese Systeme ihn jetzt ersetzen. Kelly McKernan hat das auf die harte Tour lernen müssen. Als aufsteigender Star in der Kunstwelt ist McKernan für ihren unverwechselbaren Stil bekannt. Ihre Bilder kombinieren Fantasy- und Sci-Fi-Elemente mit leuchtenden Farben. Auf dem Midjourney-Kanal auf Discord erschien ihr Name in über 12.000 öffentlichen Anfragen, was zu Bildern führte, die McKernans Werken ähnelten. Oft mit anderen Themen und Motiven, aber eben wie ihre Arbeit. Für McKernan ging diese Verwendung ihres Namens zu weit. Zusammen mit zwei anderen Künstlern, Sarah Anderson und Carla Ortiz, reichen sie im Januar Sammelklage gegen Midjourney, Stable Diffusion und DreamUp ein. Ihre Begründung ist, dass ihre künstlerische Identität hier verletzt wird. In einem anderen Fall klagt Getty Images gegen Stable Diffusion. Getty Images, eine der größten Bildagenturen der Welt, behauptet, Stable Diffusion verletze die Urheberrechte, da sie Bilder generieren, die ihren Bildern sehr ähnlich sehen. Hier ist ein solches Beispiel. Obwohl das von der KI erzeugte Bild grenzwertig grotesk ist, ist die Ähnlichkeit eindeutig. Und die KI hat sogar das Wasserzeichen am unteren Rand kopiert. Rechtsexperten gehen davon aus, dass die Argumentation von Getty Images bessere Chancen hat als die von den Künstlern geführte Sammelklage. Wie das Ganze am Ende ausgehen wird, ist unklar. Aaron Moss, ein Anwalt für Urheberrecht bei Greenberg Glasker und Herausgeber des Blogs Copyright Lately, lobte die Anklage von Getty Images auf Twitter. Er erklärte, dass diese besser fokussiert sei als die vorherigen Klagen. Moss glaubt, dass sich der Fall mit dem Problem der urheberrechtlich geschützten Bilder zum Training befassen wird.
und das wiederum zu einem potenziell faszinierenden Rechtsstreit über die Fair-Use-Definition führen könnte. Wer ist eigentlich der Eigentümer der von der KI erstellten Werke? Es muss doch eine Art Urheberrecht für KI-Inhalte geben, oder? Die Antwort ist nicht so einfach, wie man denkt. Wenn ein Roboter die Bilder gemacht hat, bedeutet das, dass jeder sie verwenden kann. Die Debatte um KI-generierte Werke und den Urheberrechtsschutz ist vielschichtig und komplex. Auf einer Seite wird argumentiert, dass KI nicht die Kreativität besitzt, die für Menschen charakteristisch ist und daher möglicherweise nicht den Urheberrechtsschutz beanspruchen kann. Andere wiederum sagen, dass KI-generierte Werke durchaus ein gewisses Maß an Originalität und Kreativität aufweisen können. Dies hängt davon ab, wie das KI-Modell trainiert und gesteuert wird und in welchem Maße der Mensch an der Erstellung eines Kunstwerks beteiligt ist. Nehmen wir ein Beispiel. Ende 2022 wurde einem KI-generierten Comic mit dem Titel Zarya of the Dawn zunächst Copyright-Schutz gewährt. Dieser Schutz wurde Anfang des Jahres wieder aufgehoben, weil die Autorin nicht offengelegt hatte, dass die Bilder mit Hilfe von Midjourney erstellt wurden. Das US Copyright Office sagte etwas sehr Interessantes. Sie haben entschieden, dass nur von Menschen geschaffene Werke unter Schutz gestellt werden können. Die Bilder selbst sind also nicht mehr durch das Urheberrecht geschützt. Aber der Text und die Anordnung der Bilder und des Textes sind immer noch geschützt, da sie das kreative Werk des Autors sind. Dieser Fall veranschaulicht die Komplexität bei der Bewertung der Originalität. Es ist schon verrückt, wie diese Werke die traditionelle Vorstellung von Kreativität in Frage stellen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Standards zur Bestimmung von Originalität und Kreativität von Land zu Land. Vor den Gerichten Chinas hat sich ein eigenartiger Fall ereignet, bei dem es um KI-generierte Werke und Urheberrechtsschutz ging. Das Pekinger Internetgericht hat den Urheberrechtsschutz für ein KI-generiertes Werk mit der Begründung abgelegt, es sei nicht das Produkt einer natürlichen Person. Ein Bezirksgericht in Shenzhen erkannte jedoch den Urheberrechtsschutz für ein anderes KI-Werk an, da für dieses Werk eine menschliche Auswahl und Anordnung erforderlich war. In Europa ist der Urheberrechtsschutz für KI-generierte Werke noch umstritten. Im Vereinigten Königreich und Irland gibt es spezielle Bestimmungen für computergenerierte Werke, während in Frankreich und Deutschland menschliche Urheberrechtschaft erforderlich ist. Rechtlich gesehen ist das Ganze im Moment pures Chaos. Es gibt keinen klaren Konsens und ein festes Gesetz darüber, wie mit KI-generierten Werken und dem Urheberrechtsschutz umzugehen ist. Das ist natürlich eine große Herausforderung für diejenigen, die ihre Werke weltweit schützen wollen. KI-Bilder werden im Laufe der Zeit immer allgegenwärtiger, sodass dies erst der Anfang ist. Irgendwann müssen wir eine allgemeine Lösung finden. Was ist Kunst? Wer entscheidet, was Kunst ist? Eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, besteht darin, sich anzuschauen, wie sich Kunst im Laufe der Geschichte entwickelt hat und wie neue Technologien ihre Entwicklung beeinflusst haben. Als beispielsweise im 19. Jahrhundert die Fotografie erfunden wurde, fühlten sich viele Maler bedroht. Fotoapparate konnten die Realität genauer und schneller erfassen als sie selbst. Die Fotografie wurde zunächst als Bedrohung für Maler und andere Künstler angesehen, die ihren Lebensunterhalt mit Auftragsarbeiten verdienten. Und viele befürchteten, dass die Fotografie sie aus dem Geschäft verdrängen würde. Mit der zunehmenden Verbreitung der Fotografie kam es zu Rechtsstreitigkeiten darüber, wer die Rechte an den Fotos besaß und ob sie ohne Genehmigung vervielfältigt werden dürfen. Ein wichtiger Präzedenzfall war der Fall Burroughs vs. Cerrone. In diesem Fall wurde festgelegt, dass Fotografien wie andere Kunstwerke urheberrechtlich geschützt werden können. Er trug also dazu bei, die Fotografie als legitime Form des künstlerischen Ausdrucks zu etablieren. Etwas später wiederholte sich eine ähnliche Situation mit Photoshop. Als es 1990 auf den Markt kam, wurde es schnell zu einem beliebten Werkzeug für Künstler, Designer, Fotografen und Werbefachleute. Photoshop ermöglichte den Benutzern, digitale Bilder auf verschiedene Weise zu manipulieren und zu verändern. Allerdings stieß es bei einigen Künstlern zunächst auf Widerstand und Misstrauen, da sie befürchteten, dass es die Integrität und Authentizität ihrer Werke untergraben würde. Sie argumentierten, Photoshop würde Betrug und Täuschung ermöglichen und die für Fotografie, Kunst und sogar Malerei erforderlichen Fähigkeiten und Talente schmälern. Aber wir alle wissen, was passiert ist. Photoshop wurde von vielen Fotografen und Künstlern angenommen, die darin ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug zur Verbesserung ihrer Arbeit sahen. Photoshop und andere digitale Werkzeuge waren nur der Beginn einer neuen Ära, die die kreativen Ausdrucksmöglichkeiten von Künstlern erweiterte. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Grafikdesigner heute nicht mit solchen Werkzeugen arbeitet. Diese historischen Beispiele zeigen, dass neue Technologien Kunst und Kreativität sowohl herausfordern als auch bereichern können.
Sie zeigen auch, dass Kunst kein festes oder objektives Konzept ist, sondern ein dynamisches und subjektives, das sich mit der Zeit und der Kultur weiterentwickelt. Wird KI-Kunst vielleicht nur ein weiteres solches Werkzeug sein? KI-generierte Kunstwerke sind ein faszinierendes und komplexes Phänomen, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Künstler und die Gesellschaft darstellt. Als Mensch kann unsere anthropozentrische Voreingenommenheit, also unsere Bevorzugung von Menschen und ihren erbrachten Leistungen, eine Schlüsselrolle dabei spielen, wie wir KI-generierte Werke bewerten, insbesondere wenn es um kreativen Ausdruck geht. Kreativität war immer schon unser Terrain, aber diese neue Grenze lädt uns ein, unsere Annahmen und Erwartungen an die Kunst zu überdenken. Gleichzeitig ist es ein rechtlicher Albtraum. Letztendlich ist die Frage, ob KI-generierte Bilder urheberrechtlich geschützt werden können oder nicht, nach wie vor ungelöst. In der Debatte um diese Frage gibt es Argumente auf beiden Seiten. Irgendwie brauchen wir einen nuancierten und durchdachten Ansatz, der die Interessen von Urhebern, Nutzern und der Öffentlichkeit in Einklang bringt. Was denkst du zu dem Thema? Wie beurteilst du KI-generierte Bilder? Bist du für oder gegen Urheberrechtsschutz von diesen? Das ist wirklich eine interessante Diskussion. Wir freuen uns über jede Antwort im Kommentarbereich. Das war's mit Cold Fusion und bis zum nächsten Mal.